Ah, gut, Mr. Eintracht hier. Erste Reaktion zum Spiel in Gladbach. Ich war ja vor Ort, bin jetzt gerade in Siegen. Mein Zug kommt jetzt jeden Moment, hat Verspätung. Man kennt es ja, Bahn und so weiter. Aber zum Glück hier ja die Endstation. Das heißt, er hat einen kleinen Puffer und fährt dann hoffentlich pünktlich ab. Es ist ein 1-1. Ich habe gewusst, dass wir nicht gewinnen werden und Europa nicht klar machen. Im Endeffekt haben wir jetzt zumindest relativ sicher Europa, also wir haben Europa sicher, die Europa League relativ sicher. Hoffenheim müsste beide Spiele gewinnen. Wir dürfen keinen Punkt mehr holen und 9 Tore müssten sie, glaube ich, aufholen. Also 6 Punkte, 9 Tore in 2 Spielen. Schauen wir mal. Freiburg bleibt definitiv hinter uns, das ist schon mal gut. Und ja, dadurch, dass Mainz ja eben 3-0 gewonnen hat, steht es hier, sage ich jetzt mal, schon gut, dass wir Sechser werden und eventuell in Dortmund dann die Champions League gewinnt und wir Sechser werden, bleiben. Gute, also, dass wir dann in dem Punkt, läuft gerade ein Jünger vorbei, der hat, glaube ich, nicht so gute Laune. Nach 2 Toren in 87, Gegentoren in 87. und der 90 plus 3. Das heißt, die sind auf dem Relegationsplatz. Dem geht's scheiße, ne? An Mainz hat, wie gesagt, 3-0 jetzt gerade gewonnen. Ist ja vor kurzem abgepfiffen worden. Holy moly. Also ich bin echt gespannt. Wie das so ein Spiel war, klar, dass wir Europa League eine Klammern. Also es war mir schon klar. Wie gesagt, es ist einfach dumm. Ich verstehe auch nicht, dass wir nicht nach vorne spielen. Weil eigentlich müssten wir nach vorne spielen, auf 2-1 gehen und Europa die klar machen. So war es aber nicht. Wir reden morgen drüber. Ne? Arrivederci. Bis dahin. Ciao, ciao.